Dann kommen wir nun zu Top 21 der Tagesordnung, nämlich der dritten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung. Für die Berichterstattung darf ich Frau Kronemann nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Dafür stimmten CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, dagegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank. Ich darf Frau Funken von der CDU nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz wurde in den vergangenen Tagen und Wochen eingehend besprochen, und ich versuche mich daher, so kurz vor Weihnachten auch kurz zu fassen. Wie bereits in den Ausschüssen und in der zweiten Lesung besprochen, erfüllt dieses Gesetz einerseits formale, verfassungsrechtliche notwendige Funktionen. Andererseits werden Anpassungen vorgenommen, die die Fachaufsicht stärken, die Zusammenarbeit von Kreis- und Landesebene verbessern und den Verbraucherschutz in Hessen optimieren werden. Neben den von der Landesregierung angekündigten weiteren Maßnahmen stellt das Gesetz einen wichtigen Baustein für eine bedarfsgerechte Lebensmittelsicherheit in Hessen dar. Dies wurde in den vergangenen Gremiensitzungen dargelegt. Es ist meines Erachtens unstrittig, dass eine Stärkung der Fachaufsicht zumindest in besonderen Fällen eine Hilfe sein kann und dass wir uns nicht der Gefahr aussetzen sollten, dass hier in der Zukunft Zuständigkeitsverteilung Unklarheiten bestehen. Heute diskutieren wir aber über Änderungsanträge der Opposition, die dieses gute Gesetz auf 2 anstatt auf 10 Jahre begrenzen wollen. Meine Damen und Herren der Opposition, Sie wissen ganz genau, dass das ursprüngliche Gesetz eingehend evaluiert wurde und sich im Grundsatz bewährt hat. Der vorliegende Entwurf stellt lediglich eine sinnvolle Weiterentwicklung dar. Bei aller Güte ist es doch für jeden offensichtlich, dass Sie den tragischen Fall Wilke politisch ausschlachten wollen, obwohl Sie genau wissen, sollten das Gesetzesänderungen nicht im kausalen Zusammenhang mit diesem Fall steht. Denn die Beratungen des Gesetzes haben schon lange vor den Aufdeckungen der Mängel in der Firma Wilke begonnen. Ich rufe Sie daher auf, bei der vorliegenden Gesetzesänderung nicht politisches Kalkül im Blick zu haben, sondern anzuerkennen, dass es sich um eine sinnvolle Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens für einen noch mehr an Verbraucherschutz handelt, das wir auch dringend brauchen. Ihr Argument, dass eine verkürzte Laufzeit des Gesetzes der Überprüfung dienen würde, ist hinfällig. Ganz im Gegenteil. Es ist doch so, dass eine Verkürzung der Laufzeit bei den Akteuren auf Landes- und Kreisebene und bei den Betrieben nur Planungsunsicherheit hervorruft. Sollte sich herausstellen, dass Anpassungen notwendig sind und notwendig werden, ist natürlich eine Novellierung auch innerhalb der 10-jährigen Zeitraum möglich. Gerade in Zeiten, in denen der Verbraucherschutz auf dem Prüfstand steht, brauchen wir klare Verhältnisse und unbürokratische Abläufe. Dazu gehört eben auch die vorgesehene Verlängerung auf 10 Jahre. Dies sind wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Behörden schuldig. Meine Damen und Herren, die Koalition aus CDU und GRÜNEN hat die Themen des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung klar im Blick.
Die gleich zu verabschiedende Gesetzesänderung ist ein Baustein für die weitere Stärkung des Verbraucherschutzes. Das Gesetz schafft Rechtssicherheit auf allen Ebenen. Es schließt eine Überprüfung nicht aus, und es ist verfassungsrechtlich notwendig. Es gibt folglich keinen Grund, das Gesetz auf einen kürzeren Zeitraum als 10 Jahre zu begrenzen. Vielen Dank. Für die LINKEN darf ich Herrn Felzerhausen ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Es ist eben darauf hingewiesen worden, das Gesetz ist am 22. August eingebracht worden, und in den darauf folgenden 3 Monaten ist uns auf drastische Weise vor Augen geführt worden, wie desolat die Lebensmittelüberwachung in Hessen aufgestellt ist. Mit dem Blick in die Wurstkammer der Firma Wilke haben sich Abgründe aufgetan, die von uns in der Tat, und ich glaube, da schließe ich auch die Ministerin ein, die für uns niemand für möglich gehalten hat. Das Ergebnis dieses multiplen Systemversagens der Lebensmittelüberwachung waren 3 Tote und 37 erkrankte Personen, überwiegend aus Einrichtungen der Altenhilfe und der Krankenhäuser. Das Verbraucherschutzministerium trägt hier einen Teil der Verantwortung. Das hat die Ministerin ja auch inzwischen eingeräumt. Ich möchte auch gar nicht mehr die ganze Historie aufrollen, aber der Respekt vor den Toten der Angehörigen und den Angehörigen muss uns verpflichten, alles dafür zu tun, damit sich ein solcher Skandal eben nicht noch einmal wiederholt. Und genau hier setzt auch unsere Kritik an. Das vorliegende Gesetz ist vor dem Bekanntwerden des Wilke-Skandals entstanden und konnte folglich auch gar nicht das Ziel gehabt haben, die Ursachen dieses Behördenversagens zu verhindern. Diese waren laut Auskunft der Ministerin zu diesem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht bekannt. Zweitens haben alle anzuhörenden externen Fachleute eindrücklich geschildert, dass das vorliegende Gesetz keine grundlegenden anderen Handlungsmöglichkeiten der Fachaufsicht ermöglicht hätte. Die Fachaufsicht war und die Fachaufsicht ist im Besitz aller notwendigen Kompetenzen, um zeitnah und zielgerichtet eingreifen zu können. Das, Frau Ministerin, haben Sie eben schlichtweg nicht gemacht. Aber natürlich gehört das gesamte System der hessischen Lebensmittelüberwachung auf den Prüfstand. Das haben wir als LINKE als einer der ersten Parteien als Konsequenz genau aus diesem Lebensmittelskandal gefordert. Der Respekt vor den erkrankten und verstorbenen Menschen hätte es erfordert, dass auch die Landesregierung hier ihre Bereitschaft zeigt, aus den Fehlern zu lernen und die notwendigen und eben auch wirksamen Konsequenzen zu ziehen. Diesem verweigern Sie sich aber hier und heute, und das ist der Skandal nach dem Skandal. Die FDP-Fraktion hat zu Recht beantragt, das vorliegende Gesetz auf 2 Jahre zu befristen. Diese Zeit, meine Damen und Herren, hätten wir nutzen können und nutzen müssen, eine vorbehaltlose Revision des Systems der Lebensmittelüberwachung in Hessen vorzunehmen und dabei alle erforderlichen Maßnahmen im Ausschuss und in diesem Parlament zu beraten. Es geht doch gar nicht nur um die Ausübung der Fachaufsicht. Es geht um eine unmissverständliche Regelung der Risikoeinstufung. Es geht um die Standardisierung und Überwachung der Eigenkontrolle. Es geht um die Finanzausstattung und Überwachung, die Finanzausstattung der Veterinäramter vor Ort. Wenn wir eine regelmäßige und risikobasierte Überprüfung haben wollen, dann dürfen wir dieses eben nicht nach Kassenlage machen. Es geht, meine Damen und Herren, um den Einsatz des IT-Systems als kreisübergreifendes Monitoring-System in der Lebensmittelüberwachung, deren Ergebnisse selbstverständlich bei der Fachaufsicht zusammenlaufen müssen. Es geht um die Meldewege auf allen Ebenen und Akteuren, und hier darf es keine toten Briefkästen mehr geben. Es geht, vorletzter Punkt, um die Verbesserung der Ausstattung vor Ort und beim Landesbetrieb Hessisches Landeslabor, personell und materiell. Und natürlich muss die Ausstattung dem Stand der Technik entsprechen. Und zuletzt, meine Damen und Herren, es geht um die Maßnahmen von Transparenz, Überprüfungsergebnisse für alle Verbraucherinnen. Wir brauchen endlich eine Kennzeichnung, damit für alle Verbraucherinnen klar und eindeutig ersichtlich ist, wie es um die Lebensmittelhygiene in dem jeweiligen Geschäft und bei dem jeweiligen Anbieter bestellt ist. Auf all diesen Feldern haben wir
bei der bisherigen Aufarbeitung des Skandals Schwachstellen und Verbesserungsbedarfe festgestellt. Aber Sie legen hier einen Gesetzentwurf vor, der ausgerechnet die Fachaufsicht neu regeln will. Eine Fachaufsicht, die Sie jederzeit hätten ausüben können. Frau Hinz, noch einmal ganz klar, dies war zu keinem Zeitpunkt das Problem. Das Problem war, dass Sie nicht gehandelt haben, und davon wollen Sie mit diesem Gesetz ablenken. Und deshalb werden wir diesem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Für die SPD darf ich Herrn Krumbach nach vorne bitten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Funken, Sie haben gesagt, das Gesetz ist evaluiert worden, es sei doch ein bewährtes Gesetz gewesen. Dann ist die spannende Frage, warum wird es denn geändert? Also geht es doch, um etwas anderes. Zweiter Punkt, warum ist die Befristung beantragt worden? Das ist relativ einfach. Wir können in den nächsten zwei Jahren als Opposition machen, vorschlagen, was wir wollen. Das ist unsere Arbeitsleistung. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, wenn ein Gesetz nach unserer Meinung nicht unzureichend ist und wir es nicht befristen, dann dauert es bis zum Ende der Befristung, bis die Landesregierung irgendwie in die Gänge kommt. Deswegen waren wir der Meinung, eine Befristung würde sie antreiben. Und was die Landesregierung macht, ist ein Prozess, der schwierig genug war und über den es auch aus anderen Gründen Streit gab, einfach zurückzudrehen, ohne die Konsequenzen daraus zu ziehen. Sie machen eine Variante, in der Sie eine Verordnung, also die Landesregierung der vergangenen Jahre, eine Verordnungsermächtigung nicht genutzt haben und dadurch die Beschäftigten des Ministeriums bestimmte Dinge gar nicht erfahren haben, weil sie nicht einmal auf die Idee gekommen sind, eine Berichtspflicht festzulegen. Dafür hatten Sie eine ganz klare Ermächtigung für eine Verordnung, nicht mal einfach so einen Erlass im Gesetz. Die haben Sie nicht genutzt. Und weil Sie die nicht genutzt haben, jetzt feststellen, dass Sie ein Problem haben, versuchen Sie auf andere Weise sozusagen die Regie in die Hand zu bekommen. Und ich sage Ihnen sehr deutlich, Sie haben zwei Wege, mit dem Thema umzugehen. Natürlich. Sie können den Weg weitergehen, den dieses Gesetz mal eingeschlagen hat. Das hat nämlich den staatlichen Landrat abgeschafft und dafür gesorgt, dass der Landrat nicht Befehlsempfänger von irgendeiner Landesregierung ist. Der ist nämlich direkt gewählt. Und er hat eine eigene Position, und Sie versuchen ihn jetzt wieder zum Befehlsempfänger zu machen. Und das Ganze ohne mit der Situation umzugehen, dass die Behörden nicht genug Geld haben für Personal. Ich meine, wir werden da noch einmal insgesamt darauf zurückkommen. Das scheint ja kein hessisches Problem allein zu sein. Wer die letzte Foodwatch-Statistik bei all ihren Schwächen anschaut, wird feststellen, dass der Mehrheit der Bundesländer nicht einmal die vorgeschriebenen Kontrollzahlen erreicht werden, weil die Personalzahl nicht ausreicht. In den Haushaltsberatungen, denke ich, werden wir alleine darauf noch einmal zurückkommen. So. Die andere Variante ist, wir machen eine zentrale Lösung, aber dann bitte auch konsequent. Und will man den Unterschied beschreiben? Jetzt reden Sie darüber, dass Sie das Weisungsbefugnis haben, und es ist verstärkt worden durch Wilke. Ja, eine von 26 Behörden hat nicht funktioniert. Das sind 3,84% auf der Landkreisebene. Sie wollen das jetzt ziehen ins Ministerium oder ins Regierungspräsidium. In beiden Fällen würde ich sagen, eine von einer Behörde hat in diesem Fall nicht funktioniert. Das sind 100%. Das heißt, Sie machen sozusagen den Punkt, dass Sie eine Risikoverteilung ersetzen durch ein einziges Risiko, und das Risiko sitzt im Regierungspräsidium und dann im Ministerium, und Sie machen das, ohne dafür die eigene Verantwortung voll zu übernehmen. Unsere Position ist sehr schlicht und einfach. Entweder wir betrachten unsere Landräte, Kreise, Großstädte als handlungsfähige Körperschaften und statten sie entsprechend aus. Dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass es ordentliche Berichtspflichten gibt und jeder gucken kann, dass alles ordentlich gemacht wird. Das hat das Gesetz bisher hergegeben. Und wir statten sie ordentlich aus und lassen in die Verantwortung. Oder aber Sie übernehmen die komplette Verantwortung, die kompletten Finanzen und das komplette Personal. Dazwischen ist alles andere Murks, und deswegen lehnen wir dieses Gesetz ab. Frau Kronemann von Bündnis 90 Die Grünen hat sich als Nächstes zu Wort gemeldet.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich gehe davon aus, dass wir alle noch die Debatte im Hinterkopf haben. Deshalb versuche ich es auch in aller Kürze. Es bleibt dabei. Der Gesetzentwurf und das darin enthaltene uneingeschränkte Weisungsrecht ist ein Baustein für die Verbesserung der Lebensmittelüberwachung und damit auch des Schutzes der VerbraucherInnen. Aber natürlich ist es nicht die einzige Maßnahme und soll noch weitere hinzukommen. Ich zähle jetzt einfach mal auf: die Umstrukturierung und personelle Erweiterung der Fachabteilung im Ministerium, höhere und zuverlässige Kontrollfrequenzen, ebenso gemeinsame Kontrollen mit der Zulassungsbehörde. Waldeck Frankenberg hat auch selbst angekündigt, dass ihr Personal noch aufgestockt wird. Wir hoffen, dass die anderen Landkreise dort auch mitziehen werden. Die Unterstützung der Kontrollen durch die Regierungspräsidien und die Taskforce Lebensmittelsicherheit und gerade bei den größeren und bei den Risikobetrieben, Fort- und Weiterbildung des Personals, einheitliche Standards für Umfang und Frequenz der Kontrollen, gerade auch hinsichtlich der Kontrolle der Eigenkontrolle, Verbesserung der Meldepflicht, und auf Bundesebene hatte Ministerin Hinz ja auch schon vorgestellt, dass die Rückrufe optimiert werden sollen, indem es auch eine bessere Rückverfolgung der Produkte gibt. Es soll das Krisenmanagement, das bundesweite Krisenmanagement verbessert werden, indem der Bund auch selbst den Krisenrat einberufen kann. Es soll eine zentrale Datenbank geben, bei der die Ergebnisse der ganz Genomsequenzierung von Erregern aus Lebensmitteln eingestellt werden, um schnell Zusammenhänge zwischen hygienischen Mängeln und Erkrankungen schneller identifizieren zu können. Und darüber hinaus werden wir, das hat die Ministerin auch am Dienstag schon gesagt, sobald der Bericht des Rechnungshofs zur Überprüfung der Lebensmittelüberwachung dann da ist, uns vorliegt, werden wir anhand dessen auch noch einmal schauen, wie und ob die Struktur verändert werden muss. Und kurz noch einmal zu dem Änderungsantrag, also inzwischen auch nur noch einer. Sie wissen, Sie können das Gesetz jederzeit ändern. Das hält Sie auch niemand davon ab, selbst Gesetzentwürfe einzubringen. Das wissen Sie. Und deshalb bedarf es auch keiner kürzeren Befristung. Ich gehe davon aus, dass wir uns auch im nächsten Jahr erneut über die Lebensmittelüberwachung unterhalten werden. Und ich freue mich auf eine konstruktive Debatte. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung habe ich von Frau Knell von der FDP. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja die Debatte schon am Dienstag geführt, und ich will das jetzt auch angesichts der Tagesordnung nicht noch einmal alles wiederholen. Das bringt ja auch nichts. Sie haben ja schon eine vorgefertigte Meinung. Fakt ist, das hier vorliegende Gesetz hat mit einer Verbesserung im Bereich der Lebensmittelkontrolle nichts zu tun. Fakt ist auch, dass die Anhörung ergeben hat, dass die Vertreter der Kommunen, die Lebensmittelkontrolleure und Veterinäre gegen die vorgesehene Regelung sind. Daraus können wir schließen, dass Sie sich gar nicht länger mit diesem Thema beschäftigen wollen. Denn sonst hätten Sie auch dem Antrag der SPD oder unserem Antrag Rechnung tragen müssen und das Gesetz für 2 Jahre begrenzen können. Das zeigt uns also deutlich, wie wenig Interesse Ministerin Hinz am Verbraucherschutz hat. Und wenn Frau Hinz sagt, man könne ja jederzeit darüber beraten, so macht es eben doch einen Unterschied, ob man dazu gezwungen ist, weil man ein Gesetz befristet, oder nicht. Und Sie haben sich für den Weg-vom-Tisch-Weg entschieden. Ich finde das sehr schade, denn wir würden das Thema gerne ausführlicher beraten. Wir sind der Überzeugung, dass wir eine grundlegende Debatte über die Frage brauchen, wie wir die Lebensmittelüberwachung vielleicht auch neu strukturieren können und ob der aktuelle Weg korrekt ist. Wir fragen uns, wie wir zu einer besseren Kooperation zwischen der Fachaufsicht und den Kreisen kommen und wie können wir das gemeinsam schaffen und nicht im Alleingang. Und das Weisungsrecht kann dabei eine Frage sein, aber es ist bestimmt eben nicht die einzige. Und deshalb haben wir auch hatten wir auch den Änderungsantrag eingebracht. Den haben Sie abgelehnt. Damit wird dieses mangelhafte Gesetz um 10 Jahre nun verlängert. Dabei machen wir Freien Demokraten aber nicht mit. Für die AfD hat sich Herr Schenk zu Wort gemeldet.
Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, liebe Besucher auf der Tribüne! Um es kurz zu machen, die Änderung des Gesetzes wurde von den angehörten Experten durchweg abgelehnt. Das Gesetz täuscht Aktionismus vor. Es dient der Vernebelung der Verantwortlichkeiten, gerade auch im Fall Wilke. Ein gründliches Nachdenken über eine effektive Lebensmittelüberwachung wird von der Landesregierung abgelehnt. Die Befristung hat sie ebenfalls, und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es eben nicht darüber nachgedacht werden soll. Das schwarze Peterspiel wird sicher weitergehen. Das Arbeitsklima zwischen den Kreisen, den Landräten und dem Ministerium hier ist zerrüttet. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab. Für die Landesregierung darf ich Frau Ministerin Hinz nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich, wenn heute ein wichtiger Baustein beschlossen wird mit diesem Gesetzentwurf. Und es ist wirklich nur ein Baustein für die Verbesserung der Lebensmittelkontrolle in Hessen. Darüber hinaus werden wir weitere Schritte gehen. Es ist klar, dass wir ein Zwei-Institutionen-Prinzip wollen bei wichtigen, unangemeldeten Kontrollen, vor allen Dingen bei Risikobetrieben, damit die Fachaufsicht früher erfährt, wenn in Betrieben etwas im Argen liegt, und dann auch die Taskforce entsprechend in diese Betriebe mit bei der Kontrolle und bei der Beobachtung mit eingebunden werden kann. Wir wollen die Qualität des Berichtswesens steigern, dass die Fachaufsicht eingebunden wird bei der Risikoeinstufung von schwierigen Betrieben. Es geht wirklich immer nur um die schwierigen Betriebe. Es geht nicht um die normalen Gasthöfe, auch nicht um die Pommesbuden, sondern wirklich um die schwierigen Großbetriebe. Und natürlich ist es wichtig, dass wir die Aus- und Weiterbildung des Personals entsprechend mit unterstützen. Auch dieses werden wir tun, genauso wie wir die Unterstützung der Kreise und der kreisfreien Städte über ein verbessertes Qualitätsmanagement auch noch einmal ins Auge fassen, nicht nur ins Auge fassen, sondern im nächsten Jahr auch stärken wollen. Dieses alles sind weitere Schritte, und das ist sicher auch noch nicht vollständig alles, was wir verbessern können. Wir werden an der Sache dranbleiben, an diesem Thema. Da brauchen wir auch keine Befristung, eine kürzere Befristung des Gesetzes, weil das Thema uns alle gemeinsam weiter umtreiben wird. Und auch wenn der Rechnungshofbericht da ist, werden wir darüber auch weiter diskutieren, natürlich innerhalb der Koalition, aber sicher auch darüber hinaus. Und von daher werden wir die Stärkung der Lebensmittelkontrolle in Hessen weiter im Auge behalten, damit wir Vertrauen zurückgewinnen im Verbraucherschutz, damit solche tragischen, bedauerlichen Fälle nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden können. Und das sage ich ausdrücklich nach menschlichem Ermessen, weil keiner kann so etwas beschwören, dass es nicht vorkommt. Aber das wollen wir tun. Und es ist tragisch genug, dass es drei Todesfälle und die vielen Erkrankungen gab. Wir werden alles daran setzen, dass in Hessen so etwas nicht mehr vorkommt. Herzlichen Dank. Danke, Frau Staatsministerin. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt, und ich lasse über den Gesetzentwurf der Landesregierung abstimmen. Wer ihm die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das sind die LINKEN, SPD, FDP und AfD. Damit hat der Gesetzentwurf eine Mehrheit gefunden und wird hiermit zum Gesetz erhoben.